Parlament. Die jüngere der beiden Mannschaften aus Kolbermoor. Die ältere spielt gerade bei der Jugendweltmeisterschaft in Marokko gegen Eva Maria Meyer. Und da geht man ganz auf Nummer sicher. Denger, der Betreuer von Schaffhausen, nimmt hier nochmal eine Auszeit, nachdem ein Matchball zum 13. weg ist. Da will man nicht besiegen. Manuel Kupfer zieht einsam seine Kreise. Er steht wenige Minuten fast zu Punkten vom Einzug ins Finale. Schubert hatte hier wirklich eine ganz schwere Auslösung. Ja. Dann gegen Flori Fuchs von vor dem Eis. Hat jetzt aber ein weiteres schweres Spiel gegen die Nummer 1 der Setzliste Schwein. Und klagt hier darüber, dass er mit den Aufschlägen von Manuel Kupfer nicht zurechtkommt. Davon war eben gerade mal nichts zu sehen, aber es ist vielleicht ein bisschen spät. Er liegt 0 zu 2 und 4 zu 8 hinten. 4 zu 9. Überragend, was Manuel Kupfer hier macht. Das muss man einfach anerkennen. Die Rückhand natürlich auch nicht von schlechten Eltern, aber die hatte schon etwas von Verzweiflung. Und da gibt es einen kleinen Punkt. Diesmal denke ich auf Seiten von der Manuel Kupfer ergehen. Kupfer dann nochmal. Und plötzlich steht es 9-9. Jetzt Auszeit. Ja! Und urplötzlich tut sich da ein klitzekleiner Hoffnungsschimmer auf. Bei dem Spiel auf München Jan Kiewoldt. Er hat ja heute schon einmal ein fast verlorenes Spiel rumgelesen. Und das war eigentlich auch ein so gut wie sicheres 3-0 für meine Gruppe. Jetzt nur noch 1-2. Aus der Sicht von Jan Schubert, Ansbach.